Worauf kann man sich verlassen? Auf den Augenblick und auf die Ewigkeit. Und dazwischen ist nichts, hat Anne Lindberg einmal gesagt. Herzlich willkommen heute Abend in der Stadtkirche. Schön, dass Sie alle da sind und wir hoffentlich auftanken. Energie, Musik, Gemeinschaft, Lebenskunst. Ich freue mich riesig, dass Sie beide da sind. Wolfgang Schmid, Max Gerwin. Ich glaube, ich brauche Sie nicht vorstellen hier, Jazz- und Improvisationskoryphäe. Bei der Verabschiedung von OB Klopfer habe ich Sie beide zum ersten Mal gehört und kennengelernt und habe Sie gefragt, was muss ich tun, dass ich Sie mal hier in die Stadtkirche bekomme. Voilà. Denn das, was Sie so meisterhaft können, ist das, so habe ich den Eindruck, ist, was wir alle zum Leben so dringend brauchen. Die Kunst der Improvisation. Aus nichts etwas machen. Eine Melodie aufgreifen und sie mit Leben füllen. Die Melodie, die wir als Eingangsstück gehört haben, stammt von einem berühmten Jazzmusiker. Sie haben erzählt, er hat sie aufgeschrieben in einer Zeit, als sein Zuhause ein Platz unter einer Brücke war. Und so schwingt und wirkt sie weiter. Ich finde es frustrierend, Sie vermutlich auch, wie lange die Einschränkungen sich hinziehen, all das, worauf wir verzichten mussten, wie viele Pläne ins Leere gelaufen sind. So viel Ungewissheit liegt in der Luft und Krisen, die uns umgeben, spitzen sich zu. Mit Improvisation und Lebenskunst ins neue Jahr. Ich glaube, das ist genau das, was wir lernen müssen. Den Rhythmus und Puls des Lebens spüren, aufgreifen, was jetzt da ist und dann loslegen. Bauen wir dem Augenblick eine Kathedrale. Feiern wir das Leben. Verbinden wir uns hier in der Kirche mit der Quelle des Lebens
und feiern im Namen der Hoffnung und der Liebe. Kumbaya, dieses Stück hat Wolfgang Schmid ausgewählt. Come by, komm doch, lass uns nicht allein. Es ist die Sprache des Gebets. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Da ist jemand, der weint, weil er so allein dasteht, weil sie so allein dasteht mit ihrem Schmerz, wo immer in der Welt sie auch ist. Kumbaya. Da ist jemand, der sich freut, das Glück spürt. Siehst du das? Kumbaya. Und da sind wir mit unserer Sehnsucht nach Leben, manchmal so klein gemacht, so mutlos, so erschöpft. Kumbaya. Lass uns für diesen Moment spüren, dass wir verbunden sind untereinander. Verbunden auch mit dir, du Quelle des Lebens und der Liebe, Grund unseres Seins. Erneuere uns und wärme uns und atme in uns. Kumbaya. Thank you.
Kumbaya wurde 1900 in den 20er Jahren entdeckt von einem Musikforscher, der hat die Insel vor den Ost-USA, die Inseln vor Georgia und South Carolina sind ehemalige Sklaven, haben sich dort niedergelassen und die sangen dieses Lied. Ich habe eine Abschrift, wie er das abgeschrieben hat, gefunden und Kumbaya heißt Come by here, haben die eigentlich gesungen, my Lord, come by here, my Lord. Und es wird aber überall auf der Welt, auch in Zaire, ist Kumbaya ein zairisches Wort inzwischen. Ich bin sehr gerne hier wieder hergefahren nach Schorndorf. Ich habe vor 3 Jahren schon mal das Vergnügen gehabt, bei den Gitarrentagen hier solo ein bisschen zu spielen und habe die Einladung sehr gerne angenommen, Frau Eisrich. Es ist einfach für mich als Bassist hier drin schon mal wunderschön, die Akustik. Wenn man das Gaspedal wieder tritt. Ich kann noch mehr Bässe reingeben. Ich könnte noch mehr Bässe. Oh. Ein gesunder Bauch. Außerdem bin ich ja wirklich Schorndorf schon immer sehr verbunden und freue mich auch riesig, den Max kennengelernt zu haben. Hier bei den Gitarrentagen vor 3 Jahren war das, glaube ich, ja, hast du dich mir vorgestellt und wir haben geredet und haben mal eine kleine Session gemacht und dann dachte ich, Mensch, wieder aus Schorndorf. Schorndorf hat so eine tolle Groove-Tradition. Ich habe damals mit meinem Freund Dieter Seelo ja Jazz gespielt und das war auch immer Groove Jazz schon. Und dann kamen die Schlagzeuger hier aus der Gegend. Das war jetzt erstmal 1990, ich erinnere mich, bei den ersten Gitarrentagen Kai Richter, der auch, glaube ich, hoffentlich immer noch spielt, ein tierisches Talent. Dann kam kurz drauf Olli Rubo, der spielt auch mit nur den Guten, deshalb auch mit mir. Entschuldigung. Dann kam Flo König, der spielt mit noch Bessern als ich. Ein wunderbarer Trommler und Komponist, auch Produzent. Und jetzt das nächste Supertalent hier aus der Gegend. Kriewinkel heißt es, gell, wo ihr wohnt. Ja. Ja, das ist. Es scheint irgendwas mit Dschungel zu tun zu haben, wenn man deine Instrumente da sieht. Nein. Zeig doch mal deine Geschichte. Mach doch mal. Thank you.
Sie haben es vielleicht herausgehört. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost done and a long way from home. True believer, a long way from home. Ein Lebensgefühl nur mit so wenigen Worten auszudrücken, das schaffen nur Poeten. Und es dann in Klang zu verwandeln, dass diese Musik unser Herz berührt, das schaffen nur Musiker. Nicht Note für Note zu wiederholen, wie jemand sie einmal aufgeschrieben hat, sondern diese Musik aufzugreifen und ihr dann freien Lauf zu lassen und sie mit dem zu verbinden, was in einem selber ist. Improvisieren als Lebenskunst. Merkwürdig, wie verpönt das Wort improvisieren ist. Jetzt müssen wir halt improvisieren. Das sagen wir, wenn das Geplante und akkurat Vorbereitete so nicht stattfinden kann. Und alle wissen Bescheid, aha, jetzt kommt eine Verlegenheitslösung. Und man schaut, wie sich die Leute durch die Situation hindurch lavieren. Für andere ist Improvisation allerhöchste Lebenskunst. Sich auf eine neue Situation einstellen,
ständig und kurzfristig. Entspannt bereit sein, Dinge entstehen zu lassen. Offen zu sein für das Unerwartete, für das Mögliche. Gut vorbereitet sein, ein ganzes Repertoire an Fähigkeiten und Ideen haben. Aber dann im entscheidenden Augenblick die mitgebrachten Pläne beiseite legen und sich einlassen auf das, was jetzt in der Luft liegt. Seine eigene Stimme einbringen. Wie schön, wenn wir das könnten. In diesen Zeiten, wo so viel unplanbar ist und so viel festgefahren. Was braucht es dafür? Ich habe Sie am Telefon gefragt und mitgeschrieben, was Sie geantwortet haben. Man sollte schon geübt haben. Grundfertigkeiten, sonst bleibt man einfach hängen. Man muss risikobereit sein. Es gibt keine Wiederholung. Auch im Leben kann man ja manche Tage, die schlecht gelaufen sind, nicht einfach wegradieren. Es muss aber nicht alles perfekt sein. Aus Fehlern kann Kreatives entstehen. Man darf keinen Plan im Kopf haben, aber einen Wunsch. Es kommt alles sehr von innen raus. So war es sinngemäß. Und ich dachte wohl dem Menschen, der innen nicht leer ist, dass da etwas rauskommen kann. Und man könnte weiter aufzählen, es braucht Einfühlungsvermögen und Fantasie und Mut. Es braucht Reaktionsvermögen und manchmal auch Glück. Es braucht die Bereitschaft, sich nicht zu scheuen, den eigenen Möglichkeiten wirklich zu trauen und sie einzubringen und einzuspielen. Und dann entsteht etwas, was noch nie da war. Etwas noch nie Dagewesenes, Einmaliges. Möglichkeiten eröffnen sich, die man vorher gar nicht gesehen hätte. Und nächste Schritte zeichnen sich ab, die weiterführen, wenn man diese Spur verfolgt. Und ich habe den Eindruck, genau das brauchen wir in all den Situationen, die heute so frustrierend und so mühsam sind. Menschen, die in der Lage sind, einen Gedanken, eine Idee, das, was in ihnen ist, aufzugreifen und damit zu spielen beginnen. Und die eigenen Träume hineinweben. Nicht immer die alten Muster, Worte und Töne zum 100. Mal reproduzieren. Eher in diesen Worten, in dieser Musik den Atem spüren und dem Raum geben, wohin der Geist uns dann führt. Das Leben ist wahrlich nicht immer einfach. Aber wir dürfen leben. Wir dürfen und wir können staunen und mitgestalten und da sein. Mit jedem Atemzug neu Lebenskraft schöpfen. Atme in mir, Heiliger Geist. Fühl mich wieder mit Leben, dass ich, was du liebst, lieben kann und rette, was du gegeben. Atem Gottes, weh mich an, bis mein Herz dir offen und ich, was du willst, wollen kann, im Handeln und im Hoffen. Es gibt Millionen Menschen auf dieser Welt, die Meister darin sind, zu improvisieren, weil sie sonst gar nicht überleben könnten. Und so hören wir als nächstes Weltmusik. Inspiriert von ihren Tourneen aus Südamerika, USA und Fernost, mit dem Lebensgefühl der Menschen dort. Und dazu gehören natürlich auch die Rhythmen und der Groove. Thank you.
habe mich auf den Abend sehr gefreut, weil ich dachte, wir holen alles nach, was wir so vermisst haben. Live-Musik, improvisieren lernen, aber auch Rhythmus, sich als Teil der Gemeinschaft wieder zu erleben. Und ich habe die zwei gefragt, ob das möglich ist, dass wir das heute Abend miteinander tun. Dass nicht nur hier 100 oder 150 Percussion-Geräte stehen, sondern dass wir ja auch unsere Hände haben und eine Holzbank und unseren Körper und wir miteinander den Rhythmus bilden. Und dazu werden wir jetzt angeleitet und das Ganze mündet dann vielleicht noch in Musik. Genau, darf ich. auch nochmal von mir ein herzliches Hallo an alle. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele heute zu diesem Abend gekommen sind. Es ist für uns Musiker auch, gerade in den Zeiten, wo ja gerade fast keine Konzerte stattfinden, wirklich ein richtiger, also ein Ballast wird quasi abgeworfen und man kann mal wieder etwas einem Publikum präsentieren. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich möchte mich auch nochmal an der Stelle bedanken bei Frau Eisrich, dass Sie uns hierher geholt haben. Und auch nochmal, Wolfgang, du hast es ja vorher schon gesagt, wir haben uns 2019 kennengelernt. Und das war für mich wirklich ein ganz besonderer Moment, als wir damals im Session 88 zu zweit gespielt haben. Und ich möchte dir an dieser Stelle auch nochmal meinen wirklich riesen Dank aussprechen für die Treue und es macht mir wirklich einen Heidenspaß, mit dir zusammenzuspielen. Frau Eisrich hat es ja schon angesprochen, wir werden jetzt einen kleinen Mitmachteil machen und zwar gehen wir dazu in das Gefilde der Latin-Musik. In der Latin-Musik gibt es etwas ganz Entscheidendes, was quasi alle Musiker zusammenhält, die Klave. Zwei kleine Stöckchen. Genau, zwei kleine Stöckchen, die wir jetzt nicht hier haben, aber wir können sie mit den Händen imitieren. Das ist die sogenannte Klave. Und auch bei der Klave gibt es zwei verschiedene Ausführungen, wir machen aber eine, und zwar eine 3-2-Klave. 3-2-Klave bedeutet, dass wir erst, es ist einfacher wie gedacht, drei Schläge am Anfang setzen, und dann zwei Schläge am Schluss. Klingt folgendermaßen. Jawohl! Nicht langsamer werden. Wir machen jetzt das kleine Latinum hier. Das große noch nicht. Das kleine Latinum in einer großen Kirche. So rum. Thank you.
Klasse. Rhythmus können wir gemeinsam. Ich habe mich gefragt, aber was passiert, wenn wir nicht alle Teil des Rhythmus sind, sondern wir alle sozusagen gerne unseren Solo-Auftritt hätten und wenn nicht lauter Rhythmenleute, sondern zwei Solisten, zwei Diven sich treffen. Geht das Zusammenspiel mit anderen? Ich habe die zurückliegenden 2 Jahre so erlebt. Wir mussten auf Abstand gehen, waren auf uns selbst geworfen. Und das hat auch sehr befördert, dass wir noch mehr Individualisten geworden sind. Da bin ich mit meinem Kosmos und ich weiß, was ich brauche und was ich gerne hätte. Ich möchte mein Ding machen. Und was, wenn ich jetzt jemand anderen treffe, der auch sein Ding machen möchte? Jeder mit seiner Befindlichkeit, mit seinem Anspruch. Wie können wir als Individuen wieder zusammenfinden? Oder musikalisch ausgedrückt die Kunst des Zusammenspiels lernen? Es gibt die hierarchische Möglichkeit. Einer dirigiert und alle folgen dem Taktstock. Wenn Beethovens Fünfte erklingen soll, würde das Sinn machen. Und wenn etwas nach einem genauen Plan funktionieren soll, vielleicht auch. Die Frage ist ja immer nur, ob der Plan der richtige ist und wie man sich vor Machtmissbrauch schützen kann. Aber wirkliche Gemeinschaft entsteht doch wohl eher antihierarchisch. Eher wie bei diesen beiden. Sie improvisieren gemeinsam und ein Abenteuer zu zweit entsteht. Jeder kann etwas auf eine ganz besondere Weise und zusammen ergänzt es sich wunderbar. Und sie schauen aufeinander, hören einander, ergänzen einander. Es braucht auch die Fähigkeit, sich zurückzunehmen, zurückzutreten, um dem anderen einen Freiraum zu eröffnen und wunderbare Musik entsteht. Ich weiß nicht, welche Träume Sie in sich tragen. Für mich wäre es vielleicht der größte, dass wir miteinander leben lernen. Das Zusammenspiel, Einklang, Vielklang von Mensch und Natur, von uns Menschen, die wir im Norden dieser Welt leben, mit den Menschen, die im Süden dieser Welt leben. Zusammenspiel von Menschen mit verschiedenen Meinungen und Begabungen und Prägungen. Und jeder bringt seine oder ihre Klangfarbe ein, die es sonst nicht gäbe. Menschen aus allen Religionen bringen ihre Weisheit ein. Und wir bezeugen alle miteinander, dass das Leben unverfügbar ist. Wir bringen die Stimme der Zuversicht und der Hoffnung ein. Dass nicht Macht und Geld das Wichtigste ist im Leben, sondern die Liebe. Dass wir niemand als unseren Herrn akzeptieren und uns letztlich niemand anderem unterordnen als Gott allein. Dieser großen Lebenskraft, die alles Leben durchzieht und ständig neues Leben schafft, der wir gehören. Großer Gott, wir loben dich. Gemeinsam mit den Bergen, mit dem Meer, mit den Schneeglöckchen, mit der Amsel, mit der Frau an der Käsetheke, mit dem Nachbar hier neben uns. Mitten in diesem verrückten Leben, das spaltet, das herausfordert, das schwerfällt, loben wir Gott, diese unfassbare Lebenskraft. In diesen schönen Augenblicken in einer Kirche, aber auch mitten in unserem ganz normalen Alltag. Ich habe bei Wolfgang Schmid einmal vorsichtig angefragt, können Sie das auch, großer Gott, wir loben dich.
Und er schrieb, das sollte ich doch interpretieren können. Und hier vorhin hat er zu mir gesagt, das ist doch ein Walzer, oder? Hören wir, getanzt, großer Gott, wir loben dich. Ein Gebet. Niemand kann uns daran hindern, dich zu suchen und dich zu entdecken, du Quelle des Lebens, du Hirtin meines Lebens. Du willst nicht, dass wir heimatlos bleiben. Du willst, dass wir hier zu Hause sind auf dieser schönen Erde, verbunden mit allem, was lebt. Hilf uns doch, dass wir nicht armselig werden. Dass wir dabei sind, wenn jetzt alles wieder zu neuem Leben erwacht. Gib uns wache Sinne, wo du dich ereignest. In unserem Miteinander, in der Musik, in all dem Schönen und Bewährten und in all dem, was anders werden muss. Hab Dank für alle Ermutigung, für alle Wegefährten. Lass uns die Lebensfreude nicht verlieren, wenn wir in die neue Woche gehen und den Blick auf die Menschen, die auf uns warten. Wir beten für alle, die auf so unerträgliche Weise zum Spielball geworden sind von Diktatoren,
für alle, die Not leiden. Lass uns doch aufbrechen in eine Welt, in der einer dem anderen Bruder und Schwester ist. Lass wahr werden, dass du uns das tägliche Brot gibst, und bleibe bei uns mit der Kraft deines Geistes. Gemeinsam sagen und singen wir. Amen. Auf die Gospelstadt. Ich freue mich sehr, dass diese Kirche heute voll ist, voller Menschen, voller Hoffnung, voller Musik. Dass Glaube und Leben zusammenkommen, voller Spiritualität. Schön, dass Sie da sind und große Klasse, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen heute Abend.
die freuen sich über ihr Dasein, über ihr Beifall, über die Musik, aber die freuen sich auch über eine Gage. Und wenn sie sich daran beteiligen, am Ausgang sind Opferstöcke, freuen wir uns, wenn sie sich wirklich an der Gage beteiligen, die wir verabredet haben. Und darüber hinaus würden wir das Geld, wir sammeln hier ja immer und geben auch gerne weiter, das Geld gerne weitergeben für ein Straßenkinderprojekt im Kongo. Lambert Museka, der kongolesische Künstler, war ja hier und hat beeindruckende Kunstwerke hinterlassen, dass Leben und Glauben und Geld und Leben zusammenkommen müssen. Er ist jetzt für ein halbes Jahr und organisiert für Straßenkinder in Kongo eine Perspektive zum Leben. Ihn würden wir gerne mit unterstützen. Vielen Dank. Wir haben überall Orangen hingelegt, hier auf den und Zitronen, auf den Altar, auf den kleinen Altären und Brettern zwischen ihren Bankreihen. Nehmen Sie sich gerne frische Farbe, Energie, Abwehrkräfte, alles, was Sie stärkt, Freude mit nach Hause. Sie sind wirklich zum Mitnehmen gedacht. Nächstes Mal ist Stadtkirche am Abend am 27. März. Wir würden gerne die Geschichten, wir würden ehrlich gesagt gerne mal wieder die Bibel lesen lernen, dieses verstaubte Buch. Und das katholische Bibelwerk hat eine ganz inspirierte Leiterin, Frau Dr. Katrin Brockmüller, Geschichten für dein Leben. Wie kann man diese Quellen als Inspirationsquelle für uns in den Alltag wiederholen? Dazu gibt es Musik. Susanne Schempf wird Gospel-Pop singen, Uli Gutscher wird sie am Klavier begleiten. Also herzliche Einladung, es geht mit Musik und Inspirierendem weiter. Bevor die zwei noch zu Hochform auflaufen mit Abendmusik und vielleicht einer Zugabe, möchte ich Sie bitten, sich zu erheben. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Gehen wir in diesen Abend und in die Woche, die vor uns liegt, inspiriert, ermutigt, gesegnet. Gott segne euch und behüte euch. Er erfülle eure Arme mit Kraft, eure Augen mit Lachen, euren Verstand mit Weisheit, eure Füße mit Tanz. So segne euch der lebendige Gott. Und durchflute euch mit Liebe und Frieden. Amen.
Vielen Dank, dass Sie, dass ihr alle da wart. Frau Eifert, war wunderbar. Ich danke Ihnen. Und wir machen weiter. Es gibt kein Stück, das mich mehr mit Schorndorf verbindet, als das, was ich jetzt gerne spielen werde. Ich habe es hier in Schorndorf zuerst gespielt und später immer, wann immer ich da war, auch wieder. Es ist für Dieter und für Sabine. Selo, vielen Dank, dass ich diese schöne Wohnung wieder haben durfte, gestern und heute. Ich bin sowas von ausgeruht. Danke.
Ich habe noch vergessen zu sagen, wir haben den ganzen Abend gestreamt. Er wurde also aufgenommen. Und wenn Sie manche Musikstücke oder irgendetwas nachsehen wollen oder nochmal Ihre Erinnerung auffrischen, über unsere Homepage auf www.stadtkirche.org ist das alles also nochmal nachzuhören und noch einmal zu genießen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen, eine gesegnete neue Woche. Nehmen wir Energie und Lebenskraft und Freude am Improvisieren mit aus diesem Abend. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.